Die Bürgermeister aus 11 Gemeinden der Liederregion Hausruck waren bei uns im Studio zu Gast, um einen Einblick in unsere Arbeit hinter den Kulissen zu gewinnen. Mit großem Interesse verfolgten die Regionalpolitiker, wie auf unseren Schnittcomputern Berichte und Werbespots entstehen. Besichtigten die verschiedenen Arbeitsbereiche unserer Mitarbeiter und verfolgten gespannt Ausführungen um und zu der Entstehung von HT1. Ja, uns freut es immer wieder, wenn Leute zu uns ins Büro kommen, dass wir mal sehen, wie es hinter die Kulissen, hinter HT1 ausschaut, wie die Firma hinter HT1 funktioniert, was für Leute das herinnen sind und wie ein Programmablauf eigentlich entsteht, wie eine Moderation zum Beispiel vorbereitet wird, dass einfach da ein bisschen ein Einblick entsteht. Und besonders freut es uns, dass natürlich die Bürgermeister aus der Region zu uns kommen und sich einfach einmal die Räumlichkeiten anschauen. Ohne Medien ist unsere ganze Arbeit eine Farce. Wir brauchen wohl die Printmedien, wir brauchen das Fernsehen, wir brauchen das regionale Fernsehen wie das Landesfernsehen, sprich ORF. Und sie alle zusammen tragen bei, um das große Werk eines Netzwerkes bekannt zu machen. Im Anschluss daran wurde die nach einer Idee von Bürgermeister Friedrich Liedauer kreierte Bergmannsjause verkostet. Die Bergmannsjause soll in allen 22 Gemeinden der Lieder-Plus-Region des Hausrucks in den Gaststätten eingeführt werden. Die Bergmannsjause ist nach meiner Vorstellung, soll sie in allen Gemeinden dieser Hausrückgang in den Gaststätten erhältlich sein und soll eine Alternative zu den Mostschinken darstellen. Die Bergmannsjause ist auch ein Produkt aus dem Zellerfest. Sie ist ideal geeignet, dass in den Gaststätten eine regionale Jause angeboten wird. Die Bergleute essen sie sicher recht gerne und wenn die Barbara-Feiern jetzt kommen in der nächsten Zeit, hoffe ich, dass keine Barbara-Feier ohne die Bergmannsjause auskommt. Die Bergmannsjause besteht aus der Hausruck Bergmannswurst. Ist ein Geheimnis eigentlich des Fleischhackers. Aber es ist Rinderfleisch aus der Region, Schweinefleisch und ein bisschen Kalbfleisch auch drinnen und wird nur hauptsächlich nur mit Kräutern gewürzt. Der Hausruckfiebel und den Bergmannstrunk. Es ist Rocken-Naturteig und die eigenartige Form, das hat, das ist eben eine Bügelspange soll es dastehen, die man ja in Europa seit dem 13. Jahrhundert getragen hat. Und so wie die Bügelspange früher zwei Kleidungsstücke zusammengehalten hat, soll es jetzt eben die 22 Hausruckgemeinden zusammenhalten. Ebenfalls zu Besuch Galsbachs Bürgermeister Siegfried Strassel. Natürlich, wenn verschiedene Gemeindevertreter oder Bürgermeister zusammenkommen, gibt es immer einen Erfahrungsaustausch, der muss sein und der ist auch wichtig. Auch Bezirkshauptmann Reinhard Merl ist überzeugt von der Notwendigkeit, sich als Region entsprechend medial zu vermarkten. Ich glaube, dass es besonders wichtig ist in der heutigen Zeit, sich auf die lokalen oder auch etwas über die Lokalität hinaus regionalen Stärken zu besinnen, um mit anderen Mitbewerbern mithalten zu können.